Also, Liz mit der neuen EM. Genau. Stellst du mal die Band kurz vor? Ja. Hier steht Carol Gray, Kurt Dedaren, Patricia Foster. Ja. Und so, wir haben es vorhin schon mal gesagt, 105 Millionen Platten verkauft. Ist doch eigentlich ein Wahnsinn, wenn man das überlegt. Und habt ihr einen Megamix gemacht? Und da sagt man sich natürlich, warum macht Boney M. jetzt nichts Neues? Habt ihr Angst gehabt, dass ihr an das, was da schon mal war, nicht mehr so rankommt? Oder nein, das war nicht der Grund. Ich habe für die letzten 3 Jahre sehr viel Shows gemacht mit meinen Kollegen. Und ich glaube, dass die Plattenfirma haben das nicht gemerkt, dass vielleicht mit neuen Leuten ich könnte doch weitergehen als Boney M. oder Boney M. featuring Liz Mitchell. Und dann kam einer von Arista und hat es gesehen und hat gemeint, doch, der Liz reicht mit ihren neuen Kollegen und wir probieren es mit einem Remix. Wenn das läuft, dann machen wir ein neues Album. Und so läuft das jetzt. Wie fühlt man sich denn so als lebende Legende? Legende. Bin ich eine Legende schon? Ja, Boney M. ist eine Legende, ganz sicher. Ja, das Musik ist durch den Rott, ne? Genau. So, jetzt wird's aufgelöst. Ihr habt angerufen, habt uns gesagt, was ihr meint, was das M bei Boney M. bedeutet. So, wir haben Mother, ja, Macho, ja, und die 4 Striche des M bedeuten 4 Bandmitglieder. Biggie aus Linz hat's rausgekriegt, das war's wohl ursprünglich, wirklich? Das war ursprünglich die Idee, genau. So, genau, aber das Wichtige ist, alle 10 Anrufer, die ersten 10 kriegen eure Platte. Ja? So, okay. Also dann, Boney M. bei 11,99. Bitteschön.
Kandidaten Andrea Bayer aus Fürstenstedt, Simone Holzinger, Christian Sonjan Heidelmeier, außerdem Annette Katrin aus Lüskow, die übrigens John Bon Jovi für den fetzigsten, absolut stärksten Sänger hält und so weiter und so fort. Also damit so. Euer Videowunsch ist erfüllt. Bobby Farrell hat unsere Sendung in Holland gesehen und seine Frau Jasmin hat eben bei uns angerufen. Sie sagt, das, was du erzählt hast, Liz, über Bonnie M., das ist nicht so ganz okay und Bobby sollte nun mal herkommen. Tja, dann soll Bobby doch herkommen. Ja. Ja. Was stimmt denn nicht? Was könnte Bobby denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, was stimmt nicht, weil er hat nicht gesungen. Mhm. Das weiß er auch. Und er kann ja niemandem sagen, dass er gesungen hat. Aber er konnte gut tanzen. Ja, der hat aber mit der Musik von Bonnie M. nichts zu tun. Ja. Aber als Tänzer war er fantastisch. Ja. Ich habe mit ihm sehr gut gearbeitet. Ihr habt kein Problem miteinander? Nee. Hat Jasmin ein Problem mit euch? Ich weiß nicht. Was denn du, mit Jasmin habe ich nichts. Da dann? Also okay, aber irgendwie, sie haben mit euch ein Problem. Und Jasmin und Bobby, ihr seid herzlich bei 1199 eingeladen. Ja. Kommt zu uns. Könnt ihr alles treffen. Die ist da bestimmt auch. So, fein. Okay, das morgen sehen wir uns hoffentlich wieder um 18 Uhr. Und das haben wir für euch.